Jetzt bist du Mutter, du musst schon immer ein Vorbild sein. Mutter? Ja. Du hast Kinder? Eins. Ein Kind. Ja. Wie findest du das, dass andere Männer sich ja dann wahrscheinlich selbst befriedigen auf den Körper und das Tun deiner Frau während solcher Videos? Wie ist das bei euch, wenn ihr intim werdet? Ihr seid ein Pärchen, Ja. ihr habt Privatsex, ihr habt beruflich Sex. Ja. Gab es da ein Gespräch zwischen dir und deinen Eltern, wie du es erzählt hast? Oder wie kam das damals raus, dass du das machst? Nee. Wie kommuniziert ihr das mit eurem Kind auf Dauer, auf Langzeit? Kinder aus der Schule wissen schon, wer wir sind. Also es ist schon sehr krass. Unser Echt? Jetzt schon? Ja? Bekanntheitsgrad, ja. Krass. Wir können nicht nirgends mehr hingehen, ohne dass wir erkannt werden. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich habe gerade ein super spannendes Interview mit Vanessa Liberté und ihrem Mann abgedreht. Die beiden drehen seit längerem schon Schmutzfilme. Wir haben uns auf der Venus connected und kennengelernt und ich dachte mir, hey, das ist vielleicht ein mega spannendes Video für euch, um zu verstehen, wieso macht man das als Ehepaar? Zeigt sich in ganz intimen Momenten vor der Kamera nackt, sodass es die ganze Welt sehen kann. Ist super spannend geworden, bleibt unbedingt dran, lasst ein Abo da und viel Spaß beim Video. Du kannst ja mal kurz erzählen, wo wir zwei uns kennengelernt haben. Auf der Venus. Dieses Jahr? Nee, letztes Nee, Jahr. letztes Jahr. Oktober, Venus in Berlin. Ja. Habe ich auch eine sehr wilde Umfrage gedreht. Hat Spaß gemacht, wurde leider FSK 18 eingestuft, deswegen nicht so viel Klicks gemacht, aber dennoch haben wir uns connected Ja. und ich fand dein Instagram-Profil sehr spannend, sehr lustig. Du hast da mit deinem Freund einige Videos hochgeladen Ja. und dachte mir, hey, die lade ich doch mal ein zum Podcast nach Hamburg. Wo kommst du her? Wie lange seid ihr gefahren? Wir sind circa 10 Stunden gefahren und wir kommen vom Chiemsee. Chiemsee. Ja. Nur für mich zum Interview sind sie nach Hamburg gekommen. Und du hast gestern Geburtstag gehabt. Ja. Bevor es losgeht, wollte ich dir dementsprechend noch was Kleines überreichen. Damit hast du bestimmt nicht gerechnet. Nee. Hier Nummer 1, Nummer 2 Danke. Darf und ich es gleich noch. aufmachen? Ja, mach's gerne auf, schau Ja. mal rein. Ich mache mir hier nebenbei noch ein ESN Crank Energy auf. Neue Geschmackssorte Magenta. Sogar eingepackt. Sogar eingepackt. Das war aber nicht ich. Nicht? Das war meine Freundin. Ach so, ja. Bei uns ist es andersrum. Ich kann keine Geschenke einpacken, ja schon. Echt? Krass, hätte ich nicht gedacht. Flavor Powder. Oh ja. Kannst Das du ist dir das. Für was ist das? Einen Quark reinpacken, das Geschmackspulver, kannst du dir auch einen Kaffee reinmachen, kannst du einen Kuchen mitbacken, kannst du kochen mit, kannst du alles mitmachen quasi, ohne Zucker. Ohne Zucker. Ja. Sehr geil. Ich habe immer das Cinnamon. Cinnamon Cereal. Ja. Ich kann es nicht sehen. Echt? Ich habe es eine Zeit lang zu viel getrunken, weil es so geil Ja. war und irgendwann hängt es dann raus, ne? Pudding ist geil. Proteinpudding, Geil. auch wieder ohne Zucker. Dankeschön. Da hast du mal einen Nachtisch, der recht gesund ist. Und noch was zum Anziehen, wenn es dann mit Sport losgeht, im Fitnessstudio, im Pumpcover nennt sich das. Oversize-T-Shirt kannst du überziehen und dann siehst du auch noch fresh aus. Und? Sehr geil. Denkst du, passt? Bestimmt, Das wa? glaube ich auch. Wenn ich dann abnehme, vielleicht nicht mehr so, aber jetzt. Nee, das Das wird passt. schon. Sehr geil. Dankeschön. Wunderbar. Hat mich gefreut, dir das überreichen zu dürfen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wer bist du überhaupt? Meine Zuschauer kennen dich wahrscheinlich nicht. Ich kannte dich vor der Venus auch noch nicht. Du bist mir sehr aufgefallen durch deine Tattoos und deine Ja. Optik. Du hattest auf der Venus, glaube ich, auch nichts an. Das war auch noch mal sehr auffällig. Und daher Wenig. stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und warum du vielleicht auch heute hier bist. Ich bin die Vanessa, bekannt durch Vanessa Liberté oder das Kalb. Das Kalb? Ja, Ja. dazu kommen wir später noch mal. Ich mache Heimatfilme, also so Erwachsenenfilme. Bin da eigentlich relativ erfolgreich, wenn nicht sogar einer der besten aus Deutschland momentan, also mittlerweile. Krass. Ja, also wir haben uns das in 3 Monaten jetzt schon hart aufgebaut durch diese Couple-Videos. Davor war ich eher immer so auf dieses, schau mich an, wie schön ich bin. Das ist halt, keine Ahnung, es macht jede in meiner Branche. Und wir haben uns halt gedacht, so, okay, wir probieren jetzt was anderes. Und dann sind wir eben auf dieses Couple-Zeug umgestiegen und das hat halt Boom gemacht, weil es ist. Couple-Zeug heißt, du hast einen Freund.
Ein Mann, ja. Ein Mann sogar, ihr seid verheiratet. Fast. Fast verheiratet, verlobt noch. Ja. Wann ist es soweit? 24.02. Alles Gute auf jeden Fall von mir. Danke. Der Mann, der Partner sitzt auch hier mit im Raum, schaut mit ganz gespitzten Augen zu, was wir hier so reden. Ich werde dir auch noch mal zum Ende des Interviews kurz reinholen und noch mal ihm ein paar Fragen stellen, weil das Thema doch, finde ich, sehr spannend ist. Du drehst Heimatfilme. So nennen wir das Ganze jetzt mal. Seit wann machst du das schon? 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Ja. Wie alt bist du jetzt? 28. Also hast du quasi mit 25 damals damit angefangen. Ja. Und was war so das, was dir gezeigt hat oder was dich dazu veranlasst hat, das zu machen? Also was war so der Schlüsselmoment, wo du da, fang gern ganz früh an in der Kindheit, gab es da vielleicht schon Bezugspunkte dazu? Ja, Ja? ich habe mich immer gezeigt. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich war schon immer offen, was dieses Thema angeht. Ja. Ich wollte mich immer schon präsentieren und zeigen. Dann habe ich damals eine Ausbildung gemacht zur Verkäuferin. Was ja auch sehr kommunikativ und Ja, aber ich habe es einfach nur so gemacht, weil ich halt keine Ausbildung hatte und ich mir dachte, okay, jetzt bist du Mutter, du musst schon irgendwo ein Vorbild sein. Mutter? Ja. Sehr spannend. Ja. Du hast Kinder? Eins. Ein Kind. Ja. Wie alt? sechs 6. ja Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das finde ich sehr spannend. ja Generell nochmal vorweg, wenn ich dir irgendeine Frage stelle, die dir nicht ganz geheuer ist, wo du nicht drüber sprechen möchtest, hier antworten möchtest, einfach sagen, ist alles cool. Wenn die Zuschauer, glaube ich, auch verstehen, ist nun mal ein sehr heikles Thema. Erzähl gern weiter. Du warst stehen geblieben, Kindheit, genau. zeigst dich gerne. Dann habe ich habe meine Brüste machen lassen. Nicht für Instagram oder für sowas, sondern ich habe es wirklich machen lassen, weil ich einfach nach der Schwangerschaft und nach 1,5 Jahren Stillen nichts mehr hatte. Also ich hatte wie so, ich habe ausgeschaut wie ein Hühnchen. Also Ist das so, dass ich habe gehört, dass die Brüste eigentlich mehr werden, wenn man schwanger wird und dann. ja, wenn du stillst, dann macht's Boom. Okay, und das geht auch Deswegen, wieder weg denn? das geht dann wieder weg, Okay, ja. schade eigentlich, oder? Schade. Ja. Und dann habe ich angefangen zu modeln. Also das war eher so. Möchte gern Für modeln. was? Für wen hast du das gemacht? Einfach so mit befreundeten Fotografen habe ich angefangen und das war aber schlimm. Ganz Schlimm, schlimm, ja. okay. Also alles noch mit Kleidung an und. Nee, schon richtig, aber einfach die Qualität und das alles so. Aber es hat einfach so angefangen. Wie alt warst du da? 25. 25, also Nee, doch ja. schon wirklich erwachsen. Nee, ich glaube, Natürlich da war ich noch 24. noch 24. Und wirklich, bevor du 18 warst, noch nichts in die Richtung gemacht und auch danach direkt nicht, sondern wirklich erst später mit 24, 25. Ja. Angefangen mit Shootings. Und wie lange kennst du deinen Mann jetzt schon? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Also ist Ja. das Kind quasi noch aus der Beziehung von davor. Ja. Okay. Und du drehst dann Heimatfilme. Ja. Drehst du die mit deinem Partner? Drehst du die mit anderen Drehpartnern? Wie ist da die Konstellation? Nee, ich habe eigentlich immer alleine, also Solo-Videos gemacht. Ah, okay. Ja, durch meinen jetzigen Mann haben wir dann angefangen, richtige Videos zu machen. Ja, aber davor noch nie wirklich, Spannend. Also ich selber habe früher in meiner Jugend sehr, sehr viel Filme geschaut, Heimatfilme. Bleiben wir bei dem Begriff mal, der ist ganz gut. Seit 2, 3 Jahren mache ich das gar nicht mehr. Also ich Echt? versuche mich da sehr stark von zu distanzieren. Nicht, weil ich es schlimm finde, weil ich es Ja. schlecht finde. Es ist ein ganz normaler Beruf in meinen Augen, wie jeder andere auch. Aber ich habe gemerkt, dass ich als Mann, wenn ich zu oft es mir selbst mache, auf solche Filme, abstumpfe und das extrem. Und habe deswegen gesagt, ey, lass das mal sein, mach das nicht mehr. Aber ich kann es voll nachvollziehen, wenn es halt viele noch machen. Und das ist ja auch irgendwo ein Geschäftsmodell, funktioniert ja auch. Also jetzt drehst du die Filme quasi nur noch mit deinem Partner zusammen. Oder nur mit deinem Partner. Ja. Wie Ja, ich kam mache das? schon auch noch alleine Videos, Ja. aber am besten kommen halt die Videos mit dem Partner an. Find ich krass. Kannst du das Gespräch noch mal kurz reproduzieren, wie das zwischen euch war damals, als es hieß, machst du mit oder darf ich mitmachen? Also wie kam das dazu? Das darfst du eigentlich gar kein verzählen. Das will ich wissen. Das interessiert mich jetzt. Naja, gut, es war so. Er wollte mich kennenlernen, ich wollte ihn aber nicht kennenlernen. Beziehungsweise habe ich halt gesagt, ich habe keinen Bock auf Männer. Okay. Naja, er hat sich mir dann quasi aufgedrängt, ja. Vollen Einsatz gezeigt. Dann dachte ich mir so,
weil ich hatte einen Tattoo-Termin und die sind befreundet, mein Tätowierer und und er saß dann einfach da. Rein zufällig. Rein zufällig. Okay. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt musst halt auch ja sagen, weil wenn er schon da sitzt, was sollst du machen, ne? Dann sind wir zum Essen gegangen und an diesem Tag, das war der 7. Dezember, ja, saß er dann vor mir und hat gesagt, boah, cool, da bin ich gleich am Start hier, das können wir gleich machen. Also hast du es quasi beim Date schon erzählt, hey, Ja, ich ja. drehe Heimatfilme. Ach du, jetzt wusste er ja, es ist ja. Hat er dich vorher schon verfolgt, da in die Richtung vielleicht auch? Weiß ich nicht. Er macht so? Ja, vielleicht kannte er dich schon. Okay, spannend. Also kennen, ja, kennen hat er, er kannte mich schon, ja. Ja. Und wie ist das bei euch, wenn ihr intim werdet? Ihr seid ein Pärchen, Ja. ihr habt Privatsex, ihr habt beruflich Sex. Ja. Ist das ein Unterschied? Also siehst du da selber einen Unterschied drin? Ja. Inwiefern? Naja, privat ist mit mehr Emotionen. Ja, und dann Ja. macht ihr, was euch gefällt, und Ja. anders macht ihr da sehr viel mehr anders als sonst, oder? Nee. Wie geht denn so ein Dreh vonstatten? Also wie findet das statt? Ihr sagt ja zum Beispiel, ihr dreht. Wie oft dreht ihr die Woche? Vier, fünf Mal. Also 4, 5 Videos die Woche. Ist ja schon sportlich dann auch, ne? Oder? Viermal die Woche beruflich drehen ist schon krass. Wie läuft das ab? Wie geht das los? Macht ihr euch erstmal, habt ihr den Kameramann dabei? Macht ihr das alles selbst? Oder? Wir machen es selber. Ja. Also Wir Stativ. sagen halt, heute machen wir das und das. Dann entweder fahren wir wohin, in den Wald oder keine Ahnung. Es kommt halt immer darauf an, was für ein Video wir brauchen. Und dann stellen wir die Lichter auf und let's go. Und wie kann man damit Geld verdienen? Das habe ich noch nie verstanden, weil ich, selbst wenn ich jetzt einen Heimatfilm schauen möchte im Netz, google ich einfach Heimatfilme und schaue mir da irgendwas kostenlos an. Aber ich habe noch nie für sowas Geld bezahlt. Es gibt so viel Material gratis im Internet. Wie schafft man das, da Geld mit zu verdienen? Weil euch geht es ziemlich gut, wie ich das jetzt so die letzten Wochen, Monate verfolgen konnte, was mich mega freut. Ja. Ich habe mich jetzt ja auch gerade in die Selbstständigkeit gestürzt. Und ich will deswegen umso genauer wissen, wie es möglich ist, damit Geld zu verdienen. Ja, du musst Reichweite haben. Social Media mäßig. Du musst auffallend sein. Du musst, was ich gemerkt habe, seit ich nicht mehr diese erotischen TikTok-Videos und Instagram-Bilder mache, sondern eher auf Sympathie gehe, geht's noch mal mehr. Du musst auch irgendwo sympathisch sein und dich von dieser, ich meine, die Masse für OnlyFans, die ist ja so, ja. Und die Mädchen, die werden ja auch immer billiger. Also, keine Ahnung, die verkaufen Tapes manchmal für 3, 4 Dollar. Ein Tape So, ist was jetzt genau? Ein ein Video? Heimatfilm, ja. Okay. So für 7, 8 Minuten. Würde mir im Leben nicht einfallen, so wenig Geld für sowas von meinem Privatleben zu verlangen. Was kostet das bei dir für so ein Video? Ist unterschiedlich. Von bis? Da hat man eine Preisspanne. Von 15 bis 35. Okay, pro Video. Und dann kann ich mir das vorstellen wie YouTube, dass man dann bei irgendeiner Seite auf ein Profil von dir geht. Und dann die Übersicht hat von verschiedenen Videos mit einem Nee, Titelbild das und. ist eher wie Instagram. Ah, okay. Also quasi, die machen ja, also wenn wir jetzt nur von OnlyFans ausgehen, ich meine, Best Fans und Malum ist im Prinzip das Gleiche. Die machen ein Abo. Ich meine, das kannst du ausmachen. Das ist nicht so ein Zeitungsabo, was du jetzt 6 Monate gebunden bist, Ja, sondern ja. du kannst da halt reingehen. Und oh. Ja, du hast halt da so ein Abo. Und für dieses Abo siehst du quasi mein Profil. So, und jetzt sind da ganz viele Bilder und Videos. Kannst du alles So, angucken? das kannst du dir alles kostenlos anschauen. Das sind Nudes, da ist alles mit dabei. Und das ist halt wie Instagram, nur für Erwachsene. Krass. Was kostet so eine Mitgliedschaft im Monat? Ja, ich mache das immer relativ billig für 4 Dollar oder so. Wie Also, viele Fans hast du da so? viele. Sag mal eine Zahl. Nee. Nee? Okay, krass. Da kommen die Neider dann wieder. Okay. Ist ganz schwierig. Okay. Habt ihr da ein Management, das sich darum kümmert, oder macht ihr Nein. das alles selbst? Alles selber. Ich finde das so krass, weil ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, ich mache sowas, wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen soll, mich dazu informieren.
Also wo ich da überlege, wo hochladen, welche Plattform nutzen, wie macht man das? Da muss man sich ja schon über Jahre wirklich, wo du das schon machst jetzt ja auch mittlerweile, reinfuchsen. Und du hast ja auch Konkurrenz. Am besten macht es Sinn, dass du dich wie auf Social Media mit anderen Content-Creatern zusammentust und Videos machst? Ich bin davon weg. Okay, hast du früher gemacht? Ja, ja. Mit anderen Frauen wahrscheinlich und... Okay. Ich bin ganz davon weggegangen, mich mit anderen Mädels in meiner Branche zu connecten, weil das ist immer Lug und Betrug und... Echt? Ja, ja. Ganz schlimm und... Weil natürlich, es heißt immer, ja, Management, so 80% der Mädels haben ein Management. Mhm. Wir haben es auch mal einen Tag ausprobiert, ne? Beziehungsweise einen Tag? 3 Stunden. Okay. Und war nicht so? Die habe ich nach 3 Stunden wieder rausgehauen. Krass. Ja. Wie ist da so die Verteilung, wenn Management mit rein will und sich um alles kümmert? Was drückt man da so in der Branche ab? Gibt ja auch OnlyFans-Creator, die quasi nichts machen, außer einmal die Woche zu einem Shooting fahren. Mhm. Und es kümmert sich halt das Management um das Schreiben mit den Leuten. Ja. Management postet die Bilder und sowas. Ja. Was kriegt man da so ab? 50%. Krass. Ja, also das sehe ich nicht ein. Ich würde niemals ich meine, das ist mein Gesicht, das ist mein Körper, das ist meine Marke irgendwo. Mhm. Und die verdienen sich daran 50%. Und noch dazu verarsche ich ja meine Follower. Extrem, ja. Also ich meine, die gehen ja auf mein Profil und machen dieses Abo, zahlen diese 4-5 Euro, um mit mir in Kontakt treten zu können. Mhm. Und dann sitzt da irgendein Chatter, ja. Aus Thailand, ja. Ja, also ja. Ich würde unternehmerisch so denken, ich würde jemanden einstellen, der das für mich macht. Ja, wäre wahrscheinlich unternehmerisch gedacht schlau, weil ja. Würde auch ein bisschen Mehrwert bringen, aber ich bin zufrieden mit dem, was wir haben und nee. Wie sieht denn bei euch zwei so ein klassischer Arbeitstag aus? Wenn ihr, andere fahren montags morgens um 8 zur Arbeit, wie sieht das bei euch aus, wenn ihr montags aufsteht? Was ist euer Tag? Wie plant ihr eure Woche? Wie ist euer Arbeitsalltag? Chaotisch. Chaotisch. Ja, grundsätzlich, wir machen TikTok in der Früh. Mhm. Also einer von uns steht um 6 Uhr auf. Um 6 Uhr? Ja. Krass. Ja, wir haben ein Kind. Ja. Okay, ja. Wir wechseln uns da täglich ab, weil irgendwo brauchen wir auch Schlaf, wenn wir jede Nacht bis 1 Uhr arbeiten. Der zweite steht dann so um 8 Uhr auf. Mhm. Und dann macht der zweite sich fertig und dann versuchen wir erstmal alle TikTok-Videos fertig zu machen, weil das ist so das Standardprogramm. Das brauchen wir jeden Tag und das ist wichtig. Wie viel macht ihr da so am Tag? 8. 8 TikTok-Videos? Ja. Das sind im Jahr? Weiß ich nicht. Über 1000? Ja. Wow. Also, nicht umsonst haben wir fast 500.000 Follower gemacht in 3 Monaten. Ja, Wahnsinn. Auch gerne mal unten in der Infobox die Socials abchecken von Vanessa. Instagram, TikTok, YouTube vielleicht hast du auch, oder? Nee. Check ich nicht. Instagram könnt ihr alles unten abchecken in der Beschreibung. Lohnt sich. Ich finde die Sachen sehr lustig. Ich finde die Videos das mit dir und deinem Mann sehr lustig. Ja, authentisch. Wie kamt ihr darauf, die Schiene mit dem Humor so ein bisschen zu fahren? Weil manchmal... Also ich denke manchmal, ich habe das TikTok-Game und das Reels-Game ausgespielt. Ich weiß, wie es funktioniert. Ja. Diese ersten 2 Sekunden müssen catchen und hier und da. Und bei euch ist es manchmal so ziemlich Freestyle und ihr redet einfach drauf los. Und dann denke ich mir, wie kann das Klicks machen? Aber Leute bleiben dran und gucken es sich ja bis zum Ende an. Ihr macht richtig Klicks mit den Videos. Ja, also... Was ist euer Trick? Wir sind einfach wir. Also Leute denken immer, wir spielen das alles, aber wir spielen das nicht. Wir sind wirklich so. Den ganzen Tag sind wir so. Natürlich, wenn wir jetzt, wir haben oft Situationen, so, ist voll lustig und dann so, boah, ist richtig lustig. Komm, wir spielen die Situation jetzt nochmal nach. Weil okay. Du hast ja nicht die ganze Zeit dein Handy in der Hand, ist nee, ja das klar. Stimmt, ja. Ja. Natürlich, das kommt schon vor, dass wir dann Situationen nachspielen, aber diese Situationen, die sind dann wirklich so, also... Ich glaube, wir sind einfach sympathisch irgendwie, weil wir noch so... Wir passen gut zusammen, ja. Wir sind authentisch, wir... Ja, Leute versuchen uns zu haten, aber das prallt ab wie eine 1. Gerade auch in der Branche natürlich krass, ne? Wo du gerade sagst, Leute versuchen euch zu haten oder haten euch. Wie ist denn das so im Freundeskreis, im Familienkreis? Wie kommt das an? Habt ihr das euren Eltern wissen, dass die Freunde, also wie ist das bei euch geregelt? Alle wissen das? Ja, klar. Das kannst du nicht mehr verheimlichen. Ja. Wie war das so für deinen
Gab es da ein Gespräch zwischen dir und deinen Eltern, wo du es erzählt hast? Oder wie kam das damals raus, dass du das machst? Nee, die. Also meine Mutter wusste es natürlich von Anfang an. Mein Vater hat es im Laufe der Zeit herausgefunden. Aber wir hatten auch keinen Kontakt. Okay. Ja, aber er wusste trotzdem, was ich mache. Mein Vater ist so ein bisschen, so wie Väter halt sind. So mein kleines Kleines Mädchen. Mädchen, ja. Ja, aber er sagt, er, wie hat er es gesagt? Er respektiert es, aber akzeptiert es nicht. Aber er sagt halt so, solange ich Geld davon habe und davon leben kann und nicht faul rumsitzt, passt alles. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass ihr verstritten seid deswegen oder. Nein. Das habe ich nämlich schon von anderen Darstellerinnen gehört, mit denen ich auf die Venus gequatscht habe. Da haben die Eltern das nicht so krass aufgenommen, nicht so gut aufgenommen. Gut, kann ich verstehen. Ich kann mich da jetzt auch gar nicht reinversetzen. Ich habe keine Kinder. Aber ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn meine Tochter das machen würde. Naja, es ist immer eine eigene Einstellung. Genau, aber du kannst es halt nicht ändern. Und du musst Ja. es halt so hinnehmen, wie es ist. Ja. Und trotzdem bleibst du ja ein kleines Mädchen. Also. Ja. Ich bin erwachsen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt eine Tochter hätte, die wäre 16 Jahre alt und die würde zu mir kommen und sagen, hey Mama, ich will es gleich machen wie du, dann würde ich sagen, warte da mal nur ein paar Jahre und dann schauen wir mal, ob du das immer noch machen willst, weil Internet vergisst nie. Hast du dahingehend vielleicht ein paar Tipps an Damen in deinem Alter, die das auch machen, die vielleicht Probleme haben mit der Familie oder mit Freunden, die das nicht so richtig gut finden? Oh, ich ganz schlecht, weil ich bin ein Mensch, wenn jemand was nicht gut findet von mir, da ist die Tür, da kannst du durchgehen, ist mir egal. Finde ich stark. Starke Ja, Ansicht. was soll ich da diskutieren? Ja, das finde ich stark. Ist ja mein Leben. Bin auch so gepolt. Ja, Ja. easy. Geh, wenn es dir nicht passt und komm, wenn es dir wieder passt. Und würdest du es generell Frauen, jüngeren Frauen empfehlen oder denen davon abraten? Wenn sie die Wahl haben zwischen einem normalen Beruf und dem Beruf. Schwierig. Was heißt jünger? Keine Ahnung, 18, Berufsfindungsphase. Nee, da nicht. Lassen, ja. Ja. Habt ihr gehört? Also mit 18, da ist man ja noch nicht erwachsen. Also. Ja, und es gibt halt schon ganz, ganz viele, die das machen und. Das Ja, ist. das Ding ist ja auch immer, was die ganzen, die Großen, ja, die sagen immer, oh, man verdient so viel Kohle. Ja, du verdienst den ersten Monat richtig viel Kohle. Also wenn du damit an, wenn du quasi schon eine Reichweite hast, du brauchst diese Reichweite und dann fängst du damit an, dann ist dein erster Monat der boomt. Das ist klar. Weil es ist neu. Alle wollen es sehen. Ja? Ja, so, aber was ist mit den Monaten darauf? Das geht dann ganz schnell wieder nach unten, weil du musst es ja, du musst es irgendwie halten oder beziehungsweise wieder aufbauen. Du musst ja täglich für neue Reichweite sorgen, weil sonst bricht dir dieses ganze System ein. Also ist auch schon ein bisschen Druck dahinter, dass man Jeden das Tag. jeden Tag Ja. hat, glaube ich, jeder Selbstständige so ein bisschen, mal schlaflose Nächte. Aber gerade in der Branche stelle ich mir das doch auch schon krass vor. Ja, es ist halt, wenn du nicht viral gehst, dann weißt du, Scheiße. Da fehlt dir dann wieder Einkommen. Das ist immer so. Und auch 80% der Leute in meiner Branche, die sorgen nicht vor. Ich meine, du bist ja auch alt. Klar, ich glaube, sehr lange kannst du den Job nicht machen. Du kannst ihn lange machen. Doch. Was denkst du, wie lange seid ihr da noch bei? Bis 50. Bis 50. Ja, 50, 55. Ja, eine ordentliche Milf dann. Ja, da Ne? wechselt halt dann die. Frauen altern nicht, Frauen milfen, habe ich mal Ja, gehört. ja. Bist du älter oder dein Mann? Er. Du bist älter. Okay. Ich bin jünger. Ich habe von ihm gelernt. Du hast von ihm gelernt. Ja. So, so. Es glaubt mir kein Mensch, aber es ist wirklich so. Ja? Ja, ich habe tatsächlich keine Recherche betrieben. Normalerweise bereitet man sich ja vor auf Ja. Interviewpartner. Ich habe nur eure Social Media Kanäle recherchiert. Ich habe mir nichts anderes angeschaut. Das wollte ich seriös lassen. Vielleicht auch besser. Ja? Genau, du sagst, bis circa 50, 55 kann man das machen, das Ganze. Glaube ich Kann ich mir schon. auf jeden Fall gut vorstellen. Ja. Nächste Frage: Wie kommuniziert ihr das mit eurem Kind auf Dauer, auf Langzeit? Das ist ein sehr spannendes Thema, glaube ich, was die Zuschauer auch sehr krass interessiert. Die Wahrheit. Die Wahrheit. Offen drüber Ja. sprechen. Also es kommt natürlich drauf an, jetzt noch nicht.
Wenn es älter wird und reifer ist und das Ganze auch mal mit Social Media in Berührung gekommen ist, wird diese Frage kommen und dann die Wahrheit. Easy. Ja, ganz offen mit umgehen und. Was soll ich da rumlügen? Ja. Glaubst du, es könnte Probleme geben für das Kind in der Schulzeit, wenn irgendwie Klassenkameraden oder Freunde euch da irgendwie mal gesehen haben auf so einem Heimatfilm oder im Heimatfilm und dann irgendwie, hä, sind es nicht die Eltern von dem und dem? Oder von Naja, der und der? grundsätzlich können Kinder nicht auf diese Filme zugreifen. Wenn schon, dann läuft irgendwas im Elternhaus schief. Dann wäre meine erste Adresse, zu den Eltern zu gehen, und dann hört es auch schon wieder auf mit Mobben, weil Ja, ja. schwierig. Ja. Kinder aus der Schule wissen schon, wer wir sind. Also es ist schon sehr krass. Echt? Unser Jetzt schon? Ja? Bekanntheitsgrad, Krass. Ja. Wir können nicht nirgends mehr hingehen, ohne dass wir erkannt werden. Wahrscheinlich auch dann eher die Eltern, ne? So beim, wenn die Eltern euch erkennen, weil die wahrscheinlich auch Social Media gucken, euch vielleicht sogar Jeder folgen. kennt uns, jeder. Das ist Ja. durch. Krass. Und ich sage immer, Kinder, wenn Kinder ein Kind mobben wollen, die werden was finden, egal was. Ja, das stimmt. Das ist egal. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand mit dem Kind anlegen will von uns. Der Da ist, greifst du denn durch, ja? ja, es ist so wie ich und Bist du rein Deutsch, nur Deutsch, oder hast du ja, irgendwie polnische Wurzeln, nein. russische? Du hast russische Wurzeln bestimmt oder so, ne? Nein. Du siehst ein bisschen so, das siehst ein bisschen russisch aus, ein bisschen so. Ja? Ich werde oft gefragt, ob ich italienischer Abstammung bin oder kroatisch, aber Das russisch. kommt auch hin, ja. Das ist ein deutscher Bub. Ich bin ein deutscher Bub. Ja. Tatsächlich. Also man munkelt über meinen Großvater mütterlicherseits irgendwas, Mhm. aber so an sich deutsch. Krass. Ja. Wie hat sich die Branche der Heimatfilmindustrie für dich in den letzten Jahren gewandelt? Beobachtest du da eine Wandlung oder irgendeine Entwicklung oder sagst du, es ist jetzt genauso wie vor 10 Jahren? Es ist schwieriger, weil jedes dritte Mädchen das macht. Okay, und das war vor 10 Jahren noch nicht so? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, nee. Also, seit wann es OnlyFans gibt, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, es gibt es nicht seit 10 Jahren. Aber dass dieses OnlyFans so bekannt ist und dass man damit ach so viel Geld verdienen kann, ich glaube, das hat, also in den 3 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, hat es im letzten Jahr massiv zugenommen. Jedes zweite Mädchen meint auf einmal, sie ist OnlyFans-Star. Und bei vielen, habe ich jetzt so aus dem Freundeskreis gehört, ist es dann auch so, lasse ich sogar drinne. Der muss mit rein. Das lasse ich sogar drinne. Entschuldigung. Es ist sogar so, dass sie sich gar nicht ganz nackt zeigen. Also du hast wirklich nur Erotikbilder, Ja. wo ich mich dann wieder frage, krass, wer gibt denn dafür Geld aus? Also ich bin jetzt auch jemand, der vielleicht nicht ganz so unattraktiv ist. Also ich habe bis jetzt immer jemanden gefunden, mit dem ich irgendwie intim werden konnte. Aber ich glaube, dass es halt eben auch trotzdem Leute sind, die intim sind mit oder eine Partnerin haben und trotzdem bei OnlyFans ihr Geld ausgeben, um halt XY vielleicht mal erotisch zu sehen. Die verheirateten Männer, sage ich jetzt mal, oder Frauen, bei mir kommen, weil die vielleicht eine andere Vorstellung von ihrem intimen Leben haben als die Partnerin. Okay. Und die holen sich dann quasi bei mir die Fantasie, das, was sie halt zu Hause nicht ausleben können, ohne fremd zu gehen. Das ist ja nicht fremdgehen, Also aber. eigentlich ja denn eine gute Sache. Grundsätzlich ja. Eigentlich ja denn, ne, wenn es vom Fremdgehen schützt, wo ich denke, dass das schon sein kann. Naja, gut, dann kommt es halt auch wieder auf die Frau drauf an, ob die das dann cool findet oder nicht. Und so wie die deutschen Frauen sind, finden die das dann nicht cool. Ja, kann ich mir vorstellen. Weil sie alle abgestumpft sind. Ja. Ja, krass. Das war's mit uns beiden erstmal. Ich habe noch ein paar Fragen an deinen Mann. Da, bitte. Magst du dich mal zu mir setzen? Der Dann drehen wir Bauer kurz die Hannes. Kamera. Was Crank Energy? Jason Statham, Crank. Wie findest du das so gut? Feier ich. Ja? Legendenfilme. Ich kenne sie auch alle. 10-mal schon Total geguckt. bescheuert, aber mega witzig. Würdest du Transporter noch vorziehen oder er. Boah, das ist schwierig, weil das ist ja nochmal vom Feeling was ganz anderes. Ja. Aber eigentlich Transporter, da fühle ich mich. Ha? Oh ja. Gut. Wie heißt du? Kannst du dir mal kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst? Ich bin Neben der dem. Johnny, Ja. auch genannt Bauer Hannes. Ja.
Papa Hannes und Kai Vanessa. Richtig, genau, die Gegenseite dazu. Und ich mache mit dem Kalb Heimatfilme. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie es dazu gekommen ist. Du wolltest ja unbedingt, du meintest direkt, du bist dabei. Mhm. Wie kam das dazu damals? Ich wusste grob, wer sie natürlich ist. Mhm. Ja. Ich wusste auch, dass sie das macht. Was mich aber eigentlich mehr interessiert hat, wer ist der Mensch dahinter? Mhm. Es war einfach sehr interessant, diesen Menschen kennenzulernen, und darum habe ich einfach darauf gepocht, sie mal zu daten. Mhm. Es hat ewig gedauert. Es war schon eine schwierige Nuss, die man da knacken musste. Mhm. Und ja, wir haben uns einfach währenddessen, schau nicht so, ist einfach so. Sie hat mich nicht so leicht rangelassen. Ja. Und beim Date ist man dann natürlich ins Gespräch gekommen über dies und das und natürlich dann auch über ihren Beruf. Und dann war das halt so, hey, könnten wir schon machen zu zweit? Mhm. Wollte sie natürlich von mir wissen, wie da meine Einstellung dazu wäre. Und ich habe gesagt, für mich ist das kein Problem. War das komisch, das erste Mal sowas zu drehen? Weil sie hatte ja schon Erfahrung. Du noch gar nicht? Oder hast du vorher schon mal sowas gemacht? Nee, habe ich nicht. Und dann die Kamera zum ersten Mal raufhalten, das würde mir... Also ich hätte damit, glaube ich, am ersten Mal echt so ein bisschen Probleme gehabt, so von der Aufregung her. Ging das? Ich glaube, beim ersten Mal ging das sogar noch. Wobei man da schon auch schauen musste, okay, wie filmt man jetzt am besten? Perspektive und so weiter. Es muss ja irgendwie passen, vor allem wenn du halt dann mit der Hand hältst und der ganze Körper ist ja in Bewegung. Du darfst nicht wackeln, ne? Richtig, genau. Das war dann so ein bisschen die Prüfungsphase für die darauffolgenden Monate, sage ich jetzt mal. Aber man kann das, was wir am Anfang auch gemacht haben, nicht mehr mit dem vergleichen, was wir jetzt machen. Weil, wie sie schon gesagt hat, sie hatte mit mir dann auch damit angefangen, das zu tun. Das heißt, wir sind dann beide so, wie steht das Licht am besten, wie können wir in welcher Position was am besten filmen und so weiter. Das war schon Teamwork, richtig? Ja, ja, klar, okay. Natürlich. Und da mussten wir uns auch beide reindenken und da mussten wir natürlich auch schauen, okay, was passt für dich, was passt für mich, was geht vielleicht gar nicht und so. Also das kam dann so mit der Zeit und jetzt inzwischen sind wir da, glaube ich, in einem ziemlich guten Flow miteinander, also richtiges Teamwork, wo wir einfach zack, 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 zack und fertig. Wie findest du das, dass andere Männer sich ja dann wahrscheinlich selbst befriedigen auf den Körper und das Tun deiner Frau während solcher Videos? Ist doch geil. Ist geil? Ja, sollen sie doch machen. Also dafür machen wir das ja. Ja. Also ich habe damit kein persönliches Problem. Ego spielt da überhaupt gar keine Rolle. Das ist, ich bin ja mittendrin statt nur dabei. Ich mache ja damit. Also ich weiß ja, was ich da mache. Es ist mir bewusst für was. Mhm. Und von dem her ist es für mich gar kein Problem. Zeigst du dein Gesicht in den Videos? Ja, auch. Also schon auch präsent für jeden Mann, so ey, ich bin der ran darf und du nicht, ne? So. Vielleicht, so könnte man das auch sehen. Also es kommt natürlich schon immer auch auf die Perspektive drauf an und wie wir filmen. Mhm. Weil man will ja jetzt eigentlich nicht hauptsächlich mein Gesicht sehen, sondern wenn, dann überhaupt ihrs. Ja, ja. Klar. Von dem her kommt es ab und zu mal vor, dass man da auch mein Gesicht sieht, aber habe ich kein Problem mit. Mega spannend. Deine Frau meinte vorhin schon, Vanessa, dass... Oh, das ist ja nervig. Von diesem Energy muss ich aufstoßen. sie kann sich das vorstellen, das noch bis 50, 55 zu machen. Stehst du da auch voll hinter oder sagst ja, du... Ja, klar. Ja. Also wir haben schon so... Unsere Pläne für die Zukunft, wo wollen wir hin, was wollen wir machen, wie lang soll das natürlich auch gehen. Wir schauen natürlich schon, dass wir das so lange wie möglich machen können, weil es macht uns Spaß. Also das ist ja eigentlich so das Wichtigste auch, was zu diesem Thema einfach mit dazugehört. Und von dem her, wenn das so lange geht, dann geht es so lang. Hast du da vielleicht einen Tipp an die Zuschauer oder an Zuschauer jetzt speziell, die sagen, hey, ich mache das auch schon heimlich vielleicht und traust nicht meinem Partner zu sagen, wie man das macht, wie man da herangeht, wie man das vielleicht harmlos anspricht? Für andere meinst du jetzt, wenn da jemand wäre, der sagt, hey, ich will auch sowas machen wie OnlyFans? Zum Beispiel, ja, genau. Und hat aber einen Partner und der und, sie, und weiß halt nicht, wie er es ansprechen soll oder sie es ansprechen soll. Ich ganz klar offensiv.
Also das ist für mich grundlegend, egal um was es geht, im Leben immer die direkte Aussprache für das Thema. Also Okay. direkt darauf ansprechen, so hey, ich habe Lust, das zu machen, wärst du dafür bereit oder nicht? Das ist für mich der einfachste und beste Weg, weil dann hat der Gegenüber einfach auch eine ganz klare Ansage bekommen, eine Frage, worauf er einfach direkt antworten kann. Und dann kriegt man ein Ja oder ein Nein. Freunde, liebe Zuschauer, liebe YouTube-Community, ich hoffe, wir konnten euch hiermit ein sehr spannendes und informatives. Nochmal. Liebe Zuschauer, liebe YouTube-Community, ich hoffe, dass wir euch hier ganz, ganz, ganz viele coole Einblicke geben konnten in die Branche Heimatfilme und vor allem auch, wie Vanessa und ihr Mann das so zu zweit machen, trotz Kind. Fand ich mega spannend. Lasst doch gerne mal ein Follow da bei den Social Media Kanälen von den beiden. Seht ihr unten in der Infobox. Folgt auch mir und dem Kanal für weitere Videos dieser Art. Falls es euch gefallen hat, gebt auch gerne ein Like dazu und schreibt eventuell mal jemanden in die Kommentare, wo ihr sagt, den sehe ich bei dir im Interview oder die sehe ich bei dir im Interview. Dann werde ich das natürlich auch gerne die nächsten Male umsetzen. Bis dann, euer Marvin, reingehauen.